Die Schönheider Wölfe stehen auch in der neuen Saison wieder hervorragend auf dem Eis. Zumindest von den Ergebnissen her. Nicht immer spielerisch wertvoll, aber dafür sehr spannend war zuletzt das erste Saisonderby 2020-2021 zwischen den Schönheider Wölfen und den Chemnitz Crashers. Die Partie ging im Corona ausverkauften Wolfsbau, 500 Zuschauer waren zugelassen, über die Bühne. Aufgrund eines starken ersten Drittels gewannen am Ende die Hausherren das hitzige Spiel durch je zwei Treffer von Petr Kugler und Florian Heinz verdient mit 4:3. Die Erzgebirger behaupteten somit die Tabellenführung in der Regionalliga Ost. In den ersten beiden Partien der Spielzeit wurden ein auch in der Höhe verdienter 8:0 Heimerfolg, das U23-Team des ES Weißwasser sowie ein souveräner 9:4 Auswärtserfolg beim Regionalliga-Team der Dresdner Eislöwen Juniors eingefahren. Mit den drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen starten jetzt für die Wölfe die Berliner Wochen. Gleich das erste Duell gegen einen der drei Hauptstadtclubs hat es in sich. Am Sonnabend trifft das Team von Coach Sven Schröder im Erika Hess Eisstadion im Berliner Stadtteil Wedding im Spitzenspiel der Regionalliga Ost auf die Akademiker vom FAS Berlin.